Ungewöhnliche Klänge am Münchner Stachus. Marc Janku ist einer von 10 Straßenmusikern, die an diesem Sommertag in der Münchner Fußgängerzone gastieren. Der Künstler braucht dazu eine Tageslizenz. Die bekommt er frühmorgens in der Stadtinformation. Man kriegt eben hier für die Fußgängerzone braucht man eine Erlaubnis, kostet 10 Euro. Und da kriegt man nur zweimal die Woche eine. Da freut sich unsere Fußgängerzone oder die Bürgerschaft. Oder Albert Dietrich entscheidet, wer spielen darf. So. Wir müssen zuerst einmal schauen, ob die spielen können. Dann, ob sie dementsprechend angezogen sind, also abgerissen, bis zum geht nicht mehr, das geht nicht. Und wir wollen möglichst, das ist also eine Vorgabe von der Polizei, also wir machen immer Besprechungen mit ihnen, dass also kein Battle entstehen kann. Das Harmonium im seltenen Laptop-Format hat Marc Janku von einer Reise durch Indien mitgebracht. Zu seinen meditativen Klängen singt er Mantren. Das weckt die Neugierde der Passanten. Meistens sind das irgendwie wohlmeinende Blicke oder sehr positive Statements, was die Leute so abgeben. Oder fragen halt einfach so neugierig, was das für ein Instrument ist, was ich spiele oder was für eine Sprache das ist. Also ich mag das gern. Also gerade so die verschiedenen, auch von den verschiedenen Ländern. Also ich habe mir oft schon mal CD gekauft. Also ich mag das gern. Ja, muss ich immer nur bayerisch sein. Straßenmusiker sein bedeutet für Marc Janku nicht nur Geld verdienen. Er genießt vor allem den Kontakt mit den Menschen. Dann blieben sehr viele Leute stehen, ja. Und auf einmal waren wir umringt von einem großen Kreis von Leuten, also so ringsrum, so ein großer Umkreis von vielleicht 15 Metern. Und jetzt, also schätzungsweise, ohne zu übertreiben, waren es bestimmt 80 Menschen, die da waren um uns rum. Und das war schon sehr, und das blieb so eine Viertelstunde so. Die haben dann immer schneller getanzt und ich habe immer schneller gespielt. Es war dann so eine schöne Stimmung. Wegen solcher Erlebnisse zieht es Marc Janku in die Münchner Fußgängerzone. Und in der nächsten Woche ist er bestimmt wieder da.